Moin, zum nächsten Teil, jetzt dem sechsten in meiner kleinen Doku über den Hexendoktor von 1 bis 60. Wir wollen den Stab der Khazra finden. Das werden wir jetzt tun. Sie werden Reis ausnehmen, wenn Sie uns sehen. Genau. Bei der Hochlandkreuzung waren wir stehen geblieben. Und dann geht's hier weiter. Warum habe ich das Gefühl, dass hier noch mehr Kultisten sind? Ich brauche mehr Zeit. Also die Grafik finde ich persönlich schon sehr schick. Auch hier wieder der Regenbogen, den ich beim letzten Mal schon gezeigt hatte. Mit dem Wasser zusammen und dieser Brücke. In HD sieht das natürlich sehr schön aus. So, eine Armbrust, das ist sehr schön. Mal sehen, ob ich den Schuft geben kann. Vier, 17, jawohl. Das Und nehme so ich. macht er 10 Schaden. Auch hier wieder eine Map, auf der man sich einen Wolf suchen kann, die doch recht groß ist und man teilweise Noch nicht bereit. den Weg doppelt laufen muss. Wir hoffen, dass es diesmal nicht so ist. Ah, da blinkt er schon, das ist schon mal nicht schlecht. Brauche mehr Zeit. Da ist der Wagen. Schon mal wird nicht stoppt, der Kasper. Noch nicht bereit. Ja, hier ist doch schon ein bisschen Gemetzel, besonders diese Bäume. Das glaubt auch nur ihr. Hier ist aber eine ganze Menge los, da muss man aufpassen, weil man nicht so sehr ausweichen kann. Der Weg ist recht schmal. Ich bin geheilt. Ich brauche mehr Zeit.
Hier kann man auch schön den Geist sehen, den ich ja neu habe. Hier diese Heimsuchung. Das zeige ich gleich nochmal. Da wird er weggeschickt und der kreist dann hier um diesen Gegner rum 5 Sekunden lang und macht dann halt über 500% Schaden. Ist so ganz nett. Aber wie gesagt, für schnelle Geschichten geht das eben nicht. Jetzt hier nochmal. Der kreist dann hier drum rum, macht den Schaden. Ich muss nichts mehr machen in dem Moment. Kann mich um andere Sachen kümmern. Aber wie gesagt, im Getümmel oder sowas ist dieser Zauber nicht zu gebrauchen. Seelenfresser, ich glaube, das ist der Heilungsskill. Wir machen hier erstmal weiter und dann, wenn wir oben angekommen sind, dann gucken wir mal, was wir machen können. Ja. Ich brauche mehr Zeit. So. Seelenernte, genau. Seelenfresser. Gegner 27 Mana kriegen wir. Okay, Absaugung war das mit dem Leben. Aber Seelenfresser ist auch nicht schlecht. Schon mal an der Rune. Heimsuchung und Klammerung. Machen wir nicht. Die machen wir nämlich hier oben. Tastende Aale ist gut. Das macht noch mehr Schaden. Jetzt habe ich gerade verklickt. Nee, doch nicht. So. Okay, alles klar. Das hätten wir. Noch nicht bereit. Jetzt kann man sehen, dass diese Aale genauso aussehen wie von den Monstern, die wir schon mal hatten, wo, wenn die explodieren. Und dann hinterlassen die Aale, die auch Schaden machen. Also bei mir ist genauso. Ich brauche mehr Zeit. Das ist im Moment auch ein Problem des niedrigen Levels, dass ich keinen wirklichen Skill habe, um Leben abzusaugen. Das kommt aber noch. Deswegen ist es manchmal recht eng hier zu überleben. Später allerdings kann man das auch natürlich über Gegenstände machen, die dann den sogenannten Life Leech haben. Also Lebensabsaugung direkt. Das ist eher nach meinem Geschmack. Das habe ich mir gedacht. Noch nicht bereit. Ich wurde geheilt. Und ich kann jetzt nämlich nur über diese Kugeln und den einen Punkt, den ich auf der Rüstung habe, mich regenerieren und natürlich den Bottichen hier. Aber das ist manchmal halt eben recht eng, wenn du eine große Karte hast und das sind zu viele Gegner. Deswegen Life Leech besonders in hohen Leveln oder Life on Hit pro Treffer sehr wichtig später. Wie viel mag der? Es gibt eine neue. Gib wieder XP und liest.
Wir sind soeben in Tritt. Ich brauche mehr Zeit. Er ist nicht aufzuhalten. Kein Sterblicher könnte unsere Brüder derart niedermähen. Er ist hier. Ihr Kultist noch nicht bereit. Ich werde das Land von euch heilen. Oh, es ist knapp, mal wieder. Da ist ein Buddig. Da kam die Stufe natürlich sehr gelegen, weil die macht dann immer alle Energien wieder voll. Ich wusste ja, dass Leoric verrückt war, aber das hier ist einfach widerlich. Ich brauche mehr Zeit. Ja, sehr gut. Können wir ihn auch einen weiteren Skill nehmen. Wir nehmen natürlich den Mehrfachschuss. Distanzangriff bringt nicht so viel. Ein übler Kampf. Oha. Noch nicht bereit. So. 10, das war seine. Der kann auch Bögen tragen. 10,7. 11, sehr gut. Baba, brauchen wir nicht. Zweihand. Dolch, oh, der bringt mehr, das ist sehr schön für mich. Weg. Zweihand weg. Gürtel, Geschicklichkeit, getötete Gegner, nehme ich auch. Den Rest weg. Die 5 packen wir hier auf den, auf dieses Feld. Die 10 brauchen wir nicht. Braucht mehr Zeit. Braucht mehr Zeit. Ich brauche mehr Zeit. Auch wieder eine recht große Map. Mal gucken, wie die richtig sind. Noch nicht bereit. Ja.
brauche mehr Zeit. Kann ich schon sehen, dass ich im Kreis gelaufen bin. Jetzt kommt der Schrein der Leichtfüßigkeit, ein bisschen zu spät, aber egal. Und schon geht's flotter. Hier sind wir richtig, weil diese Hackebeile deuten auf den richtigen Weg hin. Da gehen wir jetzt einfach mal schnell vorbei. Da unten blinkt's. Ich bin jeweils noch nicht bereit. Das war jetzt voll daneben geschossen, wo die zu weit weg standen. Da komme ich so nicht hin. Ich brauche mehr Zeit. Deswegen habe ich jetzt nicht gesehen, das konnte man auch nicht erkennen, dass da diese große drin stand. Das macht aber nichts. Ich brauche mehr Zeit. Noch nicht bereit. Also, habt ihr Schwestern, Geliebte oder attraktive weibliche Begleiter? Nein. Nicht wütend werden, ich will euch doch nur besser kennenlernen. Nein, das wollt ihr nicht. Na schön. Ich brauche mehr Zeit. Noch nicht bereit. Noch nicht bereit. Braucht mehr Zeit. Mehr Zeit. So, eigentlich wollte ich hier einschneiden. Es fehlt mir noch 80 Erfahrungen, um zum nächsten Level zu kommen. Das mache ich dann jetzt nochmal. Und dann machen wir gleich nächstes Mal hier weiter. Eigentlich müssen wir hier nur einen Monster töten und schon haben wir es. Genau.
Geistersperrfeuer, sehr gut. So. Dann gehen wir hier zurück. Wir machen dann hier nächstes Mal weiter. Gucken nochmal schnell, was wir denn skillen können. Giftpfeil, ach, das wäre die Krötenplage gewesen. Zombiehunde. Geisterwandler, genau, das war von vorhin noch, von dem anderen. Und hier können wir das grausige Glabsal. Sehr wichtig. Eine der besten passiven Eigenschaften überhaupt. Heilkugeln stellen 10% des maximalen Manas wieder her. Das ist das, was man braucht, wenn man Mana-Probleme hat. Wenn sie eingesammelt werden und gewähren 10 Sekunden lang 10% Intelligenz. Der Intelligenzbonus kann bis zu 10-mal, bis zu 5-mal stapelbar. Sehr wichtig. Einer der wichtigsten und besten passiven Skills. Deswegen nehme ich den auch. So. Das war es hier erstmal. Ich habe hier nichts mehr, was ich benutzen kann. Alles geXt. Zweihand. Die Voodoo-Maske nehmen wir nicht. Das Mojo auch nicht. Ja. Somit wäre es das erstmal.